Hallo, es gibt wieder ein neues Gelesen-Update und ich fange auch schon gleich mit den ersten Sachen an. Und zwar habe ich gelesen Waiting for Spring, den achten Band. Ja, es ging ja sozusagen im letzten Kapitel weiter, als ja Towa Mitsuki die Liebeserklärung gemacht hat und ja, Mitsuki war immer noch total verwirrt und ja, konnte irgendwie an nichts anderes mehr denken. Und ja, das beziehungsweise der Band hat mir richtig gut gefallen. Man hat auch gesehen, halt, wie die anderen Jungs darüber denken, beziehungsweise, oder dass sie erfahren haben und wie sie reagiert haben. Die beiden sind aber trotzdem relativ gut miteinander umgegangen. Also ich hätte erst gedacht, ja, es wird so schwierig, beziehungsweise mehr so, ja, eine stille Konfrontation zwischen den beiden, aber sie sind eigentlich ganz normal miteinander umgegangen. Mitsuki hat es dann auch natürlich ihrer Freundin erzählt und die erstmal, ja, sie hat denen auch noch erzählt, dass es Aya ja auch noch gibt, der ja auch irgendwie was von ihr will, und ich fand das doch schon ein bisschen witzig. Ja, Mitsuki ist dann zu Towa mit nach Hause gegangen, also er hat sie eingeladen, da hat man dann halt irgendwie einen besten Freund von ihm getroffen und man hat halt auch erfahren, dass er keine Eltern mehr hat, oder beziehungsweise nur noch sein Großvater oder mit seinem Großvater lebt. Man hat seine Kindheit so ein bisschen erfahren, dass er durch seinen Opa zum Basketballspielen gekommen ist, und ja, fand ich richtig niedlich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ende war mal ein mega fieser Cliffhanger, denn jetzt hat auch Aya Mitsuki seine Gefühle gestanden und ja, es scheint ein ziemliches Wirrwarr im nächsten Band zu werden. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ja, wieder ein sehr guter Band. Dann habe ich eine Reihe wieder fortgesetzt und zwar habe ich gelesen Testament of Sister New Devil Band 5 und auch Band 6, der Kampf mit dem Helm-Clan, beziehungsweise ja, mit den restlichen Mitgliedern vom Helm-Clan, ist zum Ende gekommen. Nonaka hat es ja am Ende, oder beziehungsweise sie ist gegen die anderen angetreten und wollte halt Basara beschützen. Der Kampf ist zum Ende gegangen. Sie sind wieder abgehauen später. Ja, ist dann rausgekommen, dass der Helm-Clan das Vernichtungsziel zurückgenommen hat und dass Nonaka als Beobachterin eingesetzt wurde, und sie ist dann halt später bei Basara zu Hause aufgetaucht und ja, wohnt jetzt sozusagen mit in dem Haus, und sie wollte auch gleich ja, diesen Meister-Diener-Pakt ja, auch abschließen, dass sie halt auch mehr Kräfte bekommt, und so, ja, war ganz nett. Also Band 5 war gut, Band 6 hatte wieder ein bisschen mehr Fanservice-Szenen. Es gab halt auch eine Szene, wo Basara gesehen hat, dass Maria mit seinem Klassenkameraden, also der ja eigentlich der Feind ist, redet und er so ein bisschen, ja, Misstrauen gegenüber ihr hatte, weil er halt nicht wusste, steckt sie jetzt irgendwie auf der Seite des Bösen oder so. Die Gegner haben auch wieder einen Schritt gemacht. Sie haben, ja, Mio sozusagen ein bisschen ausgetrickst, haben sie in die Falle gelockt, und dann ist halt diese eine Frau da aufgetaucht, also sie hier. Und auch Maria hat sich Basara in den Weg gestellt und ist dann zusammen abgehauen mit Mio und ihr hier, und Basara ist alleine zurückgeblieben, und ja, das war das Ende. Ich muss ehrlich zugeben, ich konnte mich kaum noch daran erinnern, ob das irgendwie im Anime vorkam oder ob das später kam oder wie auch immer, und ich weiß auch gar nicht, sie hier ist kurz aufgetaucht, und ja, ich weiß, dass sie im Anime, glaube ich, eine größere Rolle hatte oder beziehungsweise mehr Zeit. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch noch sehr gespannt. Sind jetzt nicht mehr ganz so viele Bände. Ich glaube, die restlichen 3 werde ich dann zusammenlesen und ja, dann mal mein Fazit geben, wenn die Reihe beendet ist.
Als nächstes eine Reihe abgeschlossen. Und zwar Shibi Sasuke's Sharingan Legend, wie gesagt, ist abgeschlossen. Ja, ich brauche eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Es ist halt keine Geschichte, die fortsetzend läuft. Es sind halt Mini-Kurzgeschichten, die ganz lustig waren. Ja, die man sich geben kann, aber nicht geben muss. Wie gesagt, für zwischendurch ist es was Witziges, aber ansonsten ja, fand ich die Reihe ganz interessant, war niedlich und ja. Dann mache ich weiter mit Sparkly Lion Boy Band 4. Ja, ich fand den Band etwas besser. Also Miwa und ihr Freund, dessen Namen ich überhaupt nicht aussprechen kann, sind auf ein Date gegangen, was kein Date war, aber er gesagt hat, es ist doch ein Date und ja, ja, war ganz nett. Zwischendurch hatte sie dann halt auch noch Geburtstag, hat ein Geschenk bekommen. Was allerdings interessant war, ist, dass Miwa und er hier zu ihm nach Hause gegangen sind und man da erst gesehen hat, ja, dass er alleine wohnt in so einem, eigentlich nicht ein Haus, sondern mehr irgendwie, ja, eine etwas größere Hütte oder wie auch immer. Und dass er einen Hund hat. Nee, oder das ist der Hund von seinem Onkel, genau. Und sein Onkel, der wohnt nebenan, aber er wohnt halt alleine und Miwa erfährt dann halt, dass er auch keine Eltern hat, dass er alleine lebt und ja, das waren so ein paar kleine Sachen, die man erfahren hat. Man hat sonst nicht ganz so viel erfahren, außer dass er noch einen Cousin hat, der dann auch aufgetaucht ist. Und zwar er hier, aber ich weiß nicht, irgendwie ist er mir nicht so ganz geheuer, weil er auch am Ende sich irgendwie ja, an Miwa ranhängt und erst sagt, ja, die beiden passen gar nicht zusammen. Und ja, ich weiß nicht, das Ende war auch wieder so ein komischer Cliffhanger und ich weiß immer noch nicht, was ich von dieser Reihe halten soll. Und ja, also ich bin echt am Überlegen. Nach dem 5. Band werde ich entscheiden, was mit der Reihe passiert, ob ich sie weiterlese oder ob ich sie vorläufig abbrechen werde. Also da muss ich wirklich gucken, Band 5 noch und dann wird meine endgültige Entscheidung fallen. Als nächstes habe ich wieder eine neue Reihe angefangen. Und zwar aus dem Grund, weil ich habe reduziert, also ich habe einige Manga-Reihen, die auf meiner Wunschliste waren, habe ich wieder von der Liste geschmissen. Und ich will jetzt wirklich, oder ich will versuchen, mir jetzt nur noch Reihen zu kaufen, die mir auch wirklich gefallen. Und daher habe ich angefangen zu lesen Chocolate Vampire Band 1 und Band 2. Ich wollte die beiden Bände noch lesen, bevor der 3. Band rauskommt, weil ich gedacht habe, ja, irgendwie eine Reihe weiter zu kaufen oder zu kaufen, wo ich die ersten Bände überhaupt noch gar nicht angefangen habe und ich jetzt auch von der Story jetzt nicht so komplett begeistert bin, habe ich gedacht, ja, ich lese die zwei Bände und ich muss sagen, am Anfang habe ich erst gedacht, ja, kommt dir so ein bisschen wie Vampire Knight bekannt vor. Es ist halt ein Mädel, das irgendwie auch mit Waffen um sich schießt und Vampire sind an der Schule mit normalen Menschen und es gibt so eine Truppe, so eine, ja, ich weiß jetzt nicht, was das ist, so eine, ja, wie soll man die sagen, halt so eine Gruppe, die Vampire, die außer Kontrolle geraten, irgendwie unschädlich macht und erinnert mich halt doch ein bisschen an Vampire Knight, ist aber nicht so. Ja, im Großen und Ganzen geht es halt um Shio, die mit einem Vampir Setsu einen Blutpakt geschlossen hat und, also mit ihm hier, einen Blutpakt geschlossen hat und ja, als sie Kinder waren. Und später will Shio, oder beziehungsweise wenn sie älter ist, will sie, dass der Blutpakt wieder aufgelöst wird, da ihre Eltern von einem Vampir ermordet worden sind und sie halt, ja, eigentlich kein Vertrauen in Vampire hat und sie halt möchte, dass der Pakt aufgelöst wird. Sie hat dadurch auch, ja, ein bisschen mehr Kräfte als ein normaler Mensch, aber Setsu kann ihr auch Befehle erteilen, ja, was sie halt so sozusagen willenlos macht. Und mir haben die beiden Bände echt gut gefallen. Also hätte ich nicht gedacht. Ich, ja, am Anfang musste ich erst sagen, ich mag Shio nicht. Ich, ja,
Ich weiß nicht. Sie war mir nicht so ganz geheuer, aber sie ist mir dann doch ganz sympathisch geworden. Es ist halt auch passiert am Ende des ersten Bandes, der Pakt wurde gelöst. Ja, es ist herausgekommen, dass an dieser Schule so eine Auktion stattfinden, in denen Vampire oder in denen Menschen oder das Blut der Menschen von den Mädchen irgendwie an Auktionen versteigert werden. Und ja, dieses Mädel ihre Finger im Spiel hat und sie auch gesagt hat, löse den Pakt. Und Shio hat das dann von Setsu verlangt. Er hat es dann auch gemacht. Und sie ist dann eingeschleust worden in dieser Auktion, wo dann auch Setsu aufgetaucht ist und sie dann ja geschockt war und er auch nichts getan hat. Und sie sollte dann halt gegen diese ganzen Vampire kämpfen. Und da hat sie dann mitgekriegt, dass sie ohne diesen Blutpakt überhaupt es nicht schafft, den Vampir zu finden, der ihre Eltern getötet hat. Und ja, sie will es ja auch halt für ihre Geschwister machen. Setsu hat den Blutpakt aber wieder erneuert, weil Shio, wie gesagt, sie braucht diese Kraft. Und ja, also sehr, sehr gute Geschichte, beziehungsweise bis jetzt sehr gute zwei Bände. Besonders das Ende vom zweiten Band war sehr, sehr spannend. Es geht halt darum, dass die Geschehnisse so ein bisschen, ja, vergessen gemacht werden. Und da wird dann halt ein kleines Spiel organisiert mit einer schwarzen und einer weißen Gruppe. Und die sollen sich gegenseitig so sozusagen abschießen. Und ja, wer denn als letztes, glaube ich, übrig bleibt oder wer am meisten Punkte macht, gewinnt. Und Shio und Setsu sind in verschiedenen Teams. Und ja, sie merkt irgendwie, dass er ihr was verheimlicht. Und fragt dann auch und einer von Setsus Brüdern schüttelt den Kopf und ja, sie sagte zu ihm, verheimlichst du mir auch etwas? Und sie vermutet, dass irgendwie der Tod ihrer Eltern was mit der Familie zu tun hat und ja, vermute ich auch, also irgendwas steckt dahinter, was sehr, sehr spannend ist, was mir richtig gut gefällt. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es kommt, aber ich habe so eine Vermutung, weil es kam heraus, dass die Eltern, die ermordet worden sind und ihre Geschwister, dass sie nicht blutsverwandt sind, also dass sie halt eigentlich nur die Adoptivschwester ist. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sie vielleicht was mit seiner Familie zu tun hat oder dass da irgendeine Verbindung geben muss. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt. Bleibt der Reihe treu. Also ich will wissen, wie es weitergeht und ja, freue mich. Und als nächstes auch eine Reihe, beziehungsweise eine neue Reihe angefangen, aber auch gleich beendet. Und zwar ist das die Manga-Reihe von Magical Girl Rising Project, Band 1 und Band 2. Ja, wenn ich mich nicht irre, also ich glaube, der Manga ist ein bisschen anders als der Anime gewesen. Es geht halt, ja, als Hauptcharakter um Snow White, die halt durch eine App oder so zur Magical Girl wird und daraufhin, ja, Gutes tut in der Stadt. Da aber in dieser Stadt viel zu viele Magical Girls bereits unterwegs sind, hat sich der Administrator dieser Seite dazu entschlossen, Magical Girls zu halbieren. Und ja, im ersten Moment alles klar, okay, aber hier heißt halbieren nicht davon, dass sie, ja, ausscheiden und halt als Magical Girls nicht mehr weitermachen können. Das Ausscheiden hier in dieser Reihe bedeutet auch, dass man stirbt und es ist an einigen Stellen doch ziemlich blutig und ziemlich brutal. Aber ja, ich bin Riesenfan von dem Anime, den Manga war. Oder beziehungsweise der Manga war ganz interessant, fand ich jetzt aber nicht so gut wie dem Anime. Ja, der Manga basiert ja halt auch auf der Novel. Aber ansonsten sehr, sehr interessant. Der Manga beinhaltet ja auch die erste Staffel komplett und ja, sehr gute Geschichte. Also Magical Girls, wer darauf abfährt, wer, ja, wenn es ein bisschen düsterer ist. Also ich würde es, ja, mit Madoka Magica so ein bisschen vergleichen. Es ist nicht ähnlich, aber es hat es ist nicht gleich, aber es hat gewisse Ähnlichkeiten. Und ja, sehr, sehr gute Reihe. In den beiden Bänden abgeschlossen und ja, hat mir ganz gut gefallen.
Als nächstes geht es dann mit einer Reihe weiter, die ich unbedingt zu Ende lesen musste. Und zwar ist das Testament of Sister New Devil. Hier haben wir einmal Band 7, Band 8 und Band 9, also somit auch der Abschlussband. Und es war wirklich vieles anders, als ich im Anime gesehen habe. Also da wurde halt die Story wirklich noch weiter ausgebaut. Aber hier ging es halt im Endeffekt noch darum, dass hier Mio sozusagen entführt wurde und Basara erkannt hat, dass Maria eigentlich auf der feindlicheren Seite steht, und er ist ihr dann halt gefolgt und hat dann auch herausgefunden, warum sie das getan hat, dass halt er hier von Maria die Mutter als Geisel genommen hat und sie halt keinen anderen Ausweg gewusst hatte, sich zu helfen. Aber sie sind am Ende dann doch wieder alle zusammengekommen, haben sich dann gegen den, gegen den letzten Gegner gestellt. Und am Ende haben sie es auch tatsächlich geschafft, ihn zu besiegen. Ich muss zugeben, ich fand den Kampf echt gut, hat mir sehr gut gefallen. Auch, dass der Typ, mit dem Basara zur Zeit einen Waffenstillstand hatte, dass er sich da auch eingemischt hat, beziehungsweise dass er den Hintergang hat. Es hat sich nämlich herausgestellt, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dass die Eltern oder beziehungsweise die Adoptiveltern, die Mio großgezogen haben, auch ihnen irgendwie geholfen haben, nachdem da irgendwie eine Katastrophe passiert ist, und sie haben ihn dann auch, glaube ich, für kurze Zeit bei sich aufgenommen, und dadurch hat er dann ja sozusagen seine Schuld eingelöst bei Mio und hat ihr für den einen Moment geholfen. Und ja, fand ich richtig nett. Das Ende war ja halt nochmal richtiger Fanservice. Also da ging es ja ab wie Schmitz Katze. Aber okay, ansonsten fand ich die Reihe doch sehr gut. Hat mir echt gut gefallen. Und ja, wie gesagt, es hat mir sehr gut gefallen. War eine sehr interessante Reihe. Ja, mir haben besonders die Action-Szenen gefallen. Das andere, ja, hat so ein bisschen immer gestört, aber ist jetzt nicht so schlimm. Und ja, gute Reihe. Dann geht es weiter mit Naruto Massiv, Band Nummer 5. Ich will ja ein bisschen hinterherkommen. Der Angriff auf Konoha ging halt noch weiter. Und der dritte Hokage hat gegen Orochimaru gekämpft. Und er hat dann halt auch die beiden ersten Hokage, also den ersten und den zweiten Hokage, wiederbelebt, und die haben dann halt gegen den dritten gekämpft. Kakashi hat Sakura zusammen mit Naruto und Shikamaru ja eine Mission gegeben. Sie sollen Sasuke hinterher und ihn aufhalten, weil er Gaara verfolgt. Ja, war ein sehr interessanter Kampf, beziehungsweise beide Kämpfe. Einmal der Kampf vom dritten Hokage gegen Orochimaru, der ja dann halt ja etwas traurig geendet hat. Aber auch der Kampf von Naruto gegen Gaara hat mir mega gefallen. Ich mochte den Kampf schon im Anime. Man sieht halt, dass sich die beiden sehr, sehr ähnlich sind, da sie halt beide dass sie beide ein versiegeltes Monster in sich haben. Und man hat dann halt auch von der Vergangenheit von Gaara erfahren, dass es für ihn halt nicht so leicht war. Und sie haben dann halt gekämpft und dies und jenes. Und ja, hat mir echt gut gefallen. Natürlich hat Naruto es am Ende geschafft, Gaara aufzuhalten. Er hat auch so eingesehen, dass es nicht ganz gut war, wie er sich gegenüber seinen Geschwistern verhalten hat. Und ich fand es einfach richtig toll. Und dann, ja, war noch die Beerdigung vom dritten Hokage. Itachi ist endlich aufgetaucht. Er, ja, ist auf der Suche nach Naruto, weil sie seine Kraft haben wollen, die er in sich trägt. Und er haut dann auch raus, er will das Erbe des vierten Hokage. Und eigentlich müsste da schon klar sein, welche Verbindung die beiden haben. Einfach cool. Jetzt geht's halt zum Showdown zwischen den beiden Brüdern, und ich bin mega gespannt und freue mich. Und ja, der Band hat wieder richtig viel Spaß gemacht.
Dann habe ich als nächstes ja eine neue Reihe angefangen, weil ich halt wissen wollte, ob sie mir gefällt oder nicht. Und zwar ist das Magical Girl Spec Oops Asuka Band 1 und Band 2. Ja, kurz gesagt, es geht so, also mit um Asuka, die zu einem, ja, einer Gruppe Magical Girls gehört, die es geschafft hatten, einen Krieg zu beenden. Und Jahre später hat sie sich zur Ruhe gesetzt, geht zur Schule und will halt nicht mehr damit etwas zu tun haben. Aber es passieren doch ein paar Dinge und dann tritt sie doch wieder ein bisschen in Aktion. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mir unter diesem Manga etwas anderes vorgestellt. Ich war, von der Inhaltsangabe war ich eigentlich ganz, ja, überrascht nicht, aber fand ich eigentlich ganz gut und hat sich ziemlich interessant angehört. Ich meine, auch hier der Kampf mit diesen komischen Wesen. Ich habe gedacht, es gibt mehr davon. Hat sich auch mega spannend angehört, aber irgendwie ist mir in dieser Geschichte oder in diesen zwei Bänden der Funke nicht übergesprungen. Ich fand, ja, ich weiß nicht, ich fand es halt einfach nicht toll. Ich wollte die Reihe oder beziehungsweise die beiden Bände einfach nur hinter mich bringen, weil ich, ja, es hat mir einfach nicht gefallen und ja, deshalb werde ich es auch nur bei diesen beiden Bänden belassen. Ich werde sie nicht weiterholen und damit die Reihe für mich abbrechen. Dann machen wir weiter mit Magical Girl Side, den 6. Band. Leider muss ich sagen, ich verfolge ja den Anime und ich muss sagen, leider wurde ich halt durch den Anime schon gespoilert, wie es in diesem Band weitergeht. Zum Anfang erfahren wir erstmal die ganzen, oder wir lernen die ganzen Hüter der Magical Girl Side kennen. Also es sind wirklich viele und die haben auch ihre Designs, also sie sind wirklich ausgewogen, richtig, ja, ausgefallen. Und wie gesagt, ich kannte halt leider echt, was hier passiert ist. Ja, die anderen haben nun mitgekriegt, dass Ayas Bruder etwas damit zu tun hat. Und dann kam es halt auch noch so, dass er da eingedrungen ist, wo sie sich gerade befinden. Er hat Nijimin, die ja diesen Stick hat, der ja, den Leuten alles machen lässt, hat er benutzt, um die anderen oder beziehungsweise den Stick von den anderen zu klauen, aber die hatten es noch geschafft, ihr Gedächtnis wieder zurückzukriegen oder ihre, ja, das, den Befehl, den Ayas Bruder ihr gegeben hatte, zu überschreiben. Man hat dann auch aus Nijimins Vergangenheit etwas erfahren, wie das alles passiert ist, beziehungsweise dass sie mit ihren Eltern gelebt hat, der Vater aber Schulden hatte, sich dann daraufhin umgebracht hat und sie halt so verzweifelt war, dass sie dann zum Magical Girl geworden ist oder sie ja, ausgewählt wurde. Und dann hat sie die, ja, Schuldeneintreiber und alle vergessen lassen, was passiert ist. Ja, war schon sehr, sehr interessant. Sehr, ja, ein bisschen traurig. Sie hat dann auch versucht, Ayas Bruder zu stoppen, hat es nicht geschafft. Ihr Bruder hat Aya dann, ja, getötet. Es war halt ein Band voller Action und so. Nana, die Hüterin der Magical Girl Side, hat auch gesagt, sie hat einen Komplizen, der ihr hilft. Und ich habe erst gedacht, ja, spricht sie von Ayas Bruder? Aber dann ist rausgekommen, dass das dieser Inspektor ist oder der Polizist, der halt das untersucht, was ja, was die ganze Zeit passiert ist, dass er dahinter steckt und man hat ihn auch gesehen in seiner komischen Kammer, wo er zig Zauberstäbe zu hängen hat und alter Schwede, also war echt genial. Auch das Ende war so ein mieser Cliffhanger, wobei ich auch hier sagen muss, ich weiß durch den Anime leider auch schon, wie es in diese Richtung weitergeht. Trotzdem hat mir der Band sehr, sehr gut gefallen und ich bin echt gespannt, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Als nächstes wieder eine neue Reihe angefangen, weil ich eigentlich auch hier gucken wollte, ja, ob es mir nun gefällt oder doch nicht. Und zwar ist das Game Lust ohne Liebe. Wir
folgen, sag ich mal so, Sayo. Sayo, die ihren Beruf über alles liebt und halt, ja, mit den Männern, die sie zu tun hat, ihr sagen, ja, du bist wie ein Arbeitstier, du bist wie ein Mann, du liebst deinen Job oder deine Arbeit mehr als alles andere. Und daraufhin bricht halt immer alles zusammen, was sie hat, beziehungsweise, ja, hat sie hier so ein Techtelmechtel hier, so ein Techtelmechtel da. Dann kommt ein neuer Mann in die Firma, und zwar ist das er hier, und weiß ich nicht, irgendwie hat er Sayo gleich im Blick und sagt, ja, er will was von ihr und ob sie nicht auch Lust hätte. Im ersten Moment sagt sie, nee, lassen Sie mich in Ruhe und will damit gar nichts zu tun. Aber die beiden, ja, die treffen sich halt immer öfter, weil Sayo ihm einweisen soll in die Arbeit, die sie machen. Und später einigen sich die beiden dann halt auf ein Spiel, das, ja, gegenseitig so ein, weiß ich nicht genau. Jedenfalls sagt sie dann, sie können dieses Spiel ruhig machen, und sollte sich aber jemand von ihnen beiden ernsthaft in den anderen verlieben oder in einen ganz anderen, ist dieses Spiel vorbei. Und ja, ich habe erst gedacht, ja, kann doch keine so interessante Story sein. Aber ich muss zugeben, ich fand den ersten Band gar nicht so schlecht. Hat mir doch überraschend gut gefallen. Und ich werde erstmal an den zweiten Band dranbleiben, mal gucken, was mich da erwartet. Und ja, war ganz gut. Und da komme ich auch hier schon zum letzten Manga, die ich diesen Monat gelesen habe. Also diesmal ist es wirklich etwas weniger geworden, weil ich ein paar andere Sachen, ja, gemacht habe. Und zwar habe ich noch gelesen Haus der Sonne Band 11. Da habe ich natürlich auch das Bonusheft gelesen, wo ich ehrlich sagen muss, total überflüssig. Eigentlich hat es mich gar nicht interessiert, ob der Tisch in Hiros Haus, an den seine Familie immer gegessen hat oder gesessen hat, ob der zu groß für ihn alleine ist. Und dann kam seine Tante halt zu Besuch und hat dann später den Tisch ausgewechselt und einen kleineren. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand die so überflüssig, hat mich gar nicht interessiert. Auch Maos Geschichte mit ihrem Tisch, dass sie ja halt Probleme mit ihrer Familie hat und dann alleine an diesem Tisch sitzt. Also, ja, sage ich nichts weiter zu, hätte nicht sein müssen. Aber Band 11 hat mir richtig gut gefallen. Es ist ja endlich zu dem Ausflug gekommen, den Mao und Hiro mit ihren Familien gemacht haben. Und man hat dann erfahren, dass ja Hina deshalb nicht nach Hause will, weil sie sich für den Tod ihrer Eltern verantwortlich fühlt, da sie ja ein Spielzeug haben wollte, als sie klein war, und da ist dann dieser Unfall passiert. Und deshalb fühlt sie sich verantwortlich, und Maos Vater hat dann mit ihr geredet. Und ja, irgendwie kam es mir so, als ob die beiden ja sich so ein bisschen ähnlich fühlen in ihrer Situation. Der Vater hat Hina dann aber Mut gemacht und vielleicht irgendwie auch sich selbst, dass Hina dann entschieden hat, sie will endlich nach Hause. Mao hat auf der Reise dann auch mit ihrer Familie ein bisschen Zeit unternommen. Die, ja, Stiefmutter hat die beiden allein gelassen, dass sie zusammen etwas machen. Und es ist eigentlich ganz gut gelaufen. Also die beiden haben sich so ein bisschen angenähert. Mao hat auch gesagt, dass sie sich freut, mit ihrem Vater auf diesem Fest zu sein. Der Vater aber gesagt hat später, ja, dass er denkt, die Tochter hasst ihn, weil er halt schuld ist für das alles, was passiert ist. Aber Mao gesagt hat, nein, das ist nicht wahr. Sie will wieder, dass alles geregelt läuft. Und der Vater hat sich dann echt aufgerichtet und gesagt, seine Tochter soll wieder nach Hause kommen. Und ja, Mao hat ihre Sachen gepackt bei Hiro, ist nach Hause gezogen. Und ja, ich glaube aber, dass das war noch nicht alles. Und so wie es ist, es war wirklich noch nicht alles. Am Ende war es tatsächlich so ein mieser Cliffhanger. Da taucht einfach Maos Mutter auf, sagt, ja, hallo, ich bin's Mutter, und Ende. Ende im Gelände. Also ich muss echt wissen, wie es weitergeht. Ich habe die Inhaltsbeschreibung für den nächsten Band schon gelesen und es scheint ziemlich abzugehen. Also ja, zum Ende hin
wird es wohl nochmal spannend und ich bin echt auf den nächsten Band gespannt. Ich werde den wohl wahrscheinlich auch lesen, wenn er rauskommt. Und ja, wie gesagt, sehr guter Band, immer noch sehr gute Reihe. Es wird spannend und ich will einfach wissen, wie es ausgeht. Und ja, das war es dann auch schon von meinen gelesenen Manga. Wie gesagt, diesen Monat nicht ganz so viel geworden. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!